der ewig respawnende Albtraum vor allem Ding. So. Nerven des Respawns Viehzeug. Wobei sie zum Glück hier nicht respawnen. Ah, Dino-Steak, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Kann ja trotzdem mal mit. Schaden wird's nicht. Vermisse irgendwie einen Pfeil. Ah. Machst du vielleicht gegen die Viecher gut Schaden? Nicht wirklich. Au. Öffnet sich auf der Seite noch mehr. Ich höre noch mehr Knisterknaster. Wir haben also noch viel, wo wir uns durchkämpfen müssen. Ach, hi. Transmutation, Reforging Flames oder Necrochemie. Ja, ich konnte leider jetzt auch nicht lesen, was für ein Text kam, als ich die Waffe aufgesammelt habe. Das muss ich dann auch nachlesen, wenn ich die Aufnahme rendere. Nur komm her, damit ich dich töten kann. Au. Viel Schaden machen sie ja wirklich nicht. Hätte ich sagen sollen. Wobei nun 20 sich auch noch in Grenzen hält. So. Hi. Edge Badge. Das wäre lame. Deswegen mache ich es nicht. Ach du Heiliger. Okay, ein strategischer Rückzug. Erstens möchte ich nämlich mal ausprobieren. Was die ganzen Sachen so machen mit der Waffe.
Gucken wir erstmal mit Necrochemie. Mal sehen. So. Ich habe jetzt eine Ancient Beam. A weapon designed to vanquish anything, okay. Gut. Transmutation war, glaube ich, der da. Nein, das war Regeneration. 50 in Erdmagie. Kennt noch ein bisschen dauern. Zwei Level eigentlich. Was auch sehr lange dauern kann. Und dann haben wir noch Dings. Fire. Dim, dim, wo ist es denn? Ist es bei den ganz einfachen? Reforging Flames. Hä? Must more 50 to recharge the ancient pulse cannon. Was passiert, wenn ich es nochmal mit Necrochemie verändere? Da ist es immer noch eine Ancient Beam Weapon. Ne? Ah. Au. Gucken wir erstmal, was die drauf hat. Machen wir es mal wieder etwas heller. Hi. Wie viel Schaden hast du gerade gemacht und bist du durch den durchgegangen? Fuck! Und ich habe sie gerade wieder aufgeladen. Ach du meine Güte. Okay. Okay, jetzt geht die nächste Reihe auf. Ist hier alles aufgegangen? Mhm. Und wegen irgendwas habe ich gerade wieder Frame Drops, falls ihr es nicht auch schon gemerkt habt. Ich kann einfach alles so wegrotzen. Genau, stirb einfach. Irre. Imba. Hat halt eine lange Nachladezeit, aber Schaden ist gruselig.
Okay. Jetzt habe ich da drüben was geöffnet. Mir wäre es am liebsten gewesen, ihr würdet in einer Reihe stehen. Da hätte ich euch beide auf einmal töten können. So muss ich mir echt die Mühe machen. Warum nützt er eigentlich so viel Schaden? Hat das Ding irgendeinen Nachteil? Okay. Ich habe was Neues ausgelöst. Gut. Zu wissen. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich will nämlich wissen. Erstmal safen. Gut. Main-Menü. Den Autosave laden. Was passiert, wenn ich die ungechargte Waffe aufladen will? Also ja, ich weiß, ich brauche auf jeden Fall 50 Punkte jetzt in Fire und in Earth. Und diese dieser Waffe... Nee, das war der Quickload, okay. Ich habe auf jeden Fall jetzt die Weapon of Doom. Was krass ist. Das war wieder der Heilzauber. Dafür brauche ich 50. Dafür brauche ich auch 50, okay. Also Quick Load laden. Das heißt, ich werde jetzt die Waffe wieder so auffüllen. Und so sieht es eigentlich fast schon so aus, als ob ich fertig bin. Ich muss nur noch die restlichen Gegner da oben töten. Und ja, ich weiß nicht, wie ich nochmal in den Raum da unten reinkomme. Wow, das war Schaden. Ah, da steht nichts. Okay, den nächsten sollte ich ein bisschen mehr traktieren. Das heißt, ich lieber Erfahrungspunkte kriegen und Gott ist das übelst arschlaut. Antike Waffe, Alter. Ja, das musste jetzt sein. Vor allem, ich kann die so leicht nachladen, ey. Hi. Ich hätte trotzdem gerne noch die beiden Alternativen. Du bist nervig.
Ist aber auch schon tot. Gut. Oh. Sie ist ein bisschen angeschlagen. Hör das Ding mal wieder nach. Hm.